Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich Ihnen zeigen möchte, wie ich diese Gravurlinien so einstellen kann, damit Sie im AutoCAD in der DXF auf einen gelben Layer kommen. Grundsätzlich arbeiten wir ja hier mit diesem Befehl, wo wir alle Einstellungen tätigen können und auch alle Bleche auf einmal als DXF ausgeben können. Für mich ist es jetzt aber im ersten Schritt wichtig zu wissen, auf welcher Linienart und welcher High-Cut-Schicht diese Linie liegt. Das heißt, diese Linie liegt auf der Schicht 1 und der Farbe 6. Und die Linienart ist 3, das wäre diese strichlierte. So, als erstes gehe ich hier in diesen Dialog rein, wo ich meine Bleche alle auf einmal exportieren kann. Grundsätzlich habe ich hier einmal die Exporteinstellungen für die DXF, welche ich hier editieren kann. Ich habe hier die verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Unter anderem kann ich hier eine DXF-Layer-Zuordnung erstellen, wo ich hier meine neue Linie hinzufüge. Diese ist auf der Schicht 1, was wir ja vorhin gesehen haben, befindet sich hier auf der Farbe Orange, also 6, und hat eine Linienart strichliert. Ich gebe dieser Linienart auch noch einen Namen. Dieser Name ist für den DXF-Layer-Namen. Für die bessere Sichtbarkeit schiebe ich dies nach oben. Weiters kann ich hier noch definieren, welche Layer sollen in der DXF erzeugt werden. Ich möchte hier auch noch einen Layer Gravur erzeugen. Und hier kann ich die Linienart oder die DXF-Farbe vom DXF, also vom AutoCAD nehmen. Ich habe das vorher nachgeschaut, also die Farbe 2 im AutoCAD entspricht gelb. Kann hier noch die Linienart definieren und habe hier weitere Zuordnungen. Hier gebe ich noch an, dass in diesem Fall die Farbe Orange im AutoCAD die Farbe 2 haben soll. Das heißt, ich kann grundsätzlich den Linien eine Farbe geben, was ich hier gemacht habe. Also ich habe generell dem Layer Gravur die Farbe 2 gegeben. Ich könnte hier aber generell, wenn es orange ist, unabhängig vom Layer eine andere Farbe auch noch geben. Wenn ich dies eingestellt habe, dann gebe ich hier noch einen Namen. Ich nehme hier einfach die Gravur als Name für diese Einstellung, was ich hier getätigt habe, und bestätige dies mit OK. So, jetzt ist so, im nächsten Schritt muss ich ja auch noch einstellen, wie möchte ich meine Einstellungen der Layer haben, also meiner Farben haben. Ich habe hier natürlich auch wieder meine Standardfarben vom HiCut und mir geht es hier um dies. Ich muss hier natürlich dieser Linienart, also diese Pulverlinie, auch die Farben geben. Also ich möchte das Orange, Hidden Line und die Schicht 1 definiert wird. Dies speichere ich mir hier auch wieder ab. Und starte meinen ersten Export. Das kann natürlich sein, dass man das, sollte man hier etwas vergessen, ein, zweimal machen muss. Das heißt, ich habe hier mein DXF exportiert. Dieses schauen wir hier uns einfach mal in einem Viewer an. So, man sieht hier, es wurde der Layer Gravur angelegt. Dieser hat eine Standardfarbe von Gelb. Und man sieht auch hier, dass die Gravur hier bereits diesen Layer Gravur hat und auch die Farbe. So kann man das einstellen, damit die Nachbearbeitung der Teile
auf ein Minimum reduziert wird.